Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 15 Karrieremodus. Wir sind wieder am Start und heute geht es gegen Manchester United, den momentan viertplatzierten der Tabelle mit 13 Punkten Rückstand. Wir haben noch 3 Punkte Vorsprung vor den Spurs, wir wollen den im Idealfall halten und dementsprechend gegen Manchester auch gewinnen. Wir sind mittlerweile schon im März 2017 angelangt, das heißt, lange ist es nicht mehr unsere Zeit bei Newcastle, neigt sich dem Ende entgegen, aber das ist ja auch nicht so schlimm, denn glaubt mir, der nächste Karrieremodus, er wird nicht mit einem schlechten Team sein, beziehungsweise, also ich sag mal, der nächste wird auch nicht mit einem schlechten Team sein, vielleicht mal auch zwei parallel, ich weiß noch nicht so ganz genau, aber ich will da nichts versprechen, also schreibt jetzt nicht in die Kommentare, ich will zwei parallel haben, weil das wird nichts bringen, weil wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich schreibe die nächsten Monate Abi, das heißt wahrscheinlich eher nicht, aber was ich geplant habe, ist quasi einen Karrieremodus von unten nach oben wieder zu starten und ich denke mal, das wird relativ cool werden. Es wird kein Team sein, das irgendwie aus der zweiten Liga startet oder sowas, das könnt ihr bei beispielsweise TBM sehen mit Cardiff, ich weiß auch nicht, wie lange er den noch macht, aber ich hoffe mal länger noch. Und ansonsten gibt es da viele Möglichkeiten, aber meiner wird ein bisschen, ja, sich unterscheiden von normalen Karrieremodi, das kann ich auf jeden Fall schon mal vorwegnehmen, denn er wird ein gewisses Konzept dahinter haben, eine gewisse Geschichte und von daher, ja, darauf könnt ihr euch freuen oder auch nicht, je nachdem, ob ihr Bock drauf habt und, ja, so viel zu diesem Thema. Ich würde sagen, wir spielen mit der gleichen Elf wie zuletzt, außer dass Kabega mal in die Startelf rückt für 7 De Jong. Niang kann eigentlich vorne drin bleiben, Ben Yedder ist ja nicht so gut in Form, von daher lassen wir das mal so und steigen damit ein in die Partie gegen Manchester United. Ich bin sehr gespannt, wie wir uns gegen den anderen United Brothers schlagen werden. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Das Theater of Dreams, das Theater der Träume, das Old Trafford erwartete Newcastle United. Manchester United wollte den Magpies einen Strich durch die Rechnung machen und sie heute von der Tabellenspitze verdrängen, beziehungsweise ja, den Spurs die Möglichkeit geben, ja, Newcastle von der Tabellenspitze zu verdrängen mit einem Sieg und einer Tordifferenz, ja, die einfach einem Sieg entspreche. Denn nur noch 3 Punkte trennten die Magpies von den Spurs, dementsprechend die Riesenchance heute für Tottenham, an den Männern aus dem Nordosten Englands vorbeizuziehen. Auf der anderen Seite natürlich, ja, Manchester United, die nicht ihren Ambitionen entsprachen, denn sie wollten natürlich die Liga gewinnen und auf Platz 4 rumdümpeln. Momentan standen dabei eben die Newcastle United mit Zlatan Ibrahimovic im Sturm. Die Mannschaft der Magpies von Trainer MGT natürlich sehr gut aufgestellt, aber Manchester hatte auch eine ordentliche Elf auf dem Rasen. Lindegaard, Rafael, Rojo, Jones und Shaw in der Verteidigung davor, Khedira, Herrera, Blind und Di Maria und im Sturm Robin van Persie zusammen mit Javier Hernandez oder auch Chicharito. Die Bank gut besetzt, wenn auch mit vielen Nachwuchsspielern. Das heute sehr auffällig. Die Fans natürlich trotzdem absoluter Stimmung, denn sie glaubten an den Sieg ihrer Mannschaft. Auf der anderen Seite Newcastle mit Begovic, Yamad, Laporte, Sané, Kurzawa, Stindl, Geis auf der Doppel-6, Kabeja und Thauvin auf den Außen und vorne Niang und Ibrahimovic. Also eine Elf, der von Manchester United nichts nachstand. Und dementsprechend wollen wir direkt mal reingehen in die erste Szene der Partie, nachdem wir uns einen kurzen Blick auf Ibrahimovic gönnen. Der hat seine Krise ein bisschen überwunden und will natürlich heute auch wieder treffen. Mal sehen, wie das Ganze läuft. Wir springen rein in die erste Szene und das ist gleich mal ein Highlight, denn es passiert nach knapp 10 Minuten und zwar auf Seiten von Newcastle. Hernandez verliert den Ball in der Aufbausituation, dann kommt der Ball nach außen zu Stindl, der auf Thauvin, der spielt das direkt mit der Hacke auf Kurzawa, weiter die Flanke in die Mitte, Ibrahimovic ist da und fast, wäre es soweit gewesen, fast das 1:0, sehr, sehr guter Auftakt hier, also in dieser Partie und dann dauerte es lange Zeit bis fast zur 30. Minute, bis zum nächsten Fehler in der Defensive von, ja, Manchester United, der Ball auf Niang gespielt von Ibrahimovic, der ist auf und davon, geht vorbei an Lindegaard und es steht 1:0, 30. Spielminute, der Riesenfehler von Rojo und in der 31. steht es dann schon 1:0, durch den Franzosen, 6. Saisontor für Mbaye Niang. Das ging viel zu schnell. Lange Zeit war nichts passiert in dieser Partie. Und dann der eine schnelle Pass von Ibrahimovic auf Niang. Der geht vorbei an den und macht das 1:0. Keine Probleme mehr, diesen Ball einzuschieben, nachdem er da am Tor vorbeigegangen war. Auf der Linie versucht Jones noch zu klären, schafft das aber nicht. Dementsprechend 1:0. Und es ging direkt weiter mit guten Aktionen. 43. Minute, der Ball auf Thauvin. Der hat eine gute Idee, macht das da klasse aus und setzt sich durch, spielt den Ball nicht auf Kurzawa, sondern geht selber über die Außen. Da kommt Khedira nicht hinterher. Die Flanke, die mit Ibrahimovic. 2:0. 45. Minute, die Führung ausgebaut und so wird das nichts mit der Tabellenführung für die Spurs. So bleiben nämlich die Magpies an der Spitze. Klasse Lauf von Thauvin, die Flanke ist perfekt und Ibrahimovic mit all seiner Sprungkraft und mit all seiner Stärke springt er ins Duell und macht das 2:0. Die mitgereisten Fans der Magpies, die tun es natürlich in absoluter Bestlaune. Die Menschen hier, die Manchester United unterstützen, die waren nicht so gelaunt, denn bisher hatte die Mannschaft nicht einen Schuss aufs Tor gebracht. In der zweiten Halbzeit musste vieles besser werden und wir schauen direkt mal rein, was da so jetzt laufen sollte im zweiten Durchgang. Die erste Szene auf Seiten der Magpies, die verlieren aber den Ball und Herrera hat ihn dann, spielt ihn auf Khedira, der ist nicht torgefährlich, spielt auf Van Persie, eieiei, eine großartige Szene vom Niederländer, fast das 1:2, fast der Anschlusstreffer, Begovic dazwischen, naja und Van Persie, sollte in der nächsten Szene seine Relevanz haben gegen Yanmaat,
Erster Zweikampf, zweiter Zweikampf, schon gelb verwarnt. Das ist vollkommen zu Recht die gelb-rote Karte für Robin van Persie in der 52. Minute. Schwächt sein Team vollkommen unnötig in dieser Situation gegen seinen Landsmann. Geht er da vollkommen unnötig hart in den Zweikampf. Jan-Mat fällt ja vollkommen zu Recht auch in dieser Situation zu Boden. Beschwert sich nicht, aber trotzdem ist das natürlich eine klare gelbe Karte. Und wenn man schon gelb hat, darf man da so nicht reingehen. Gelb-rot für van Persie von hinten in die Beine. Allerdings reagierte Manchester wütend und nicht schlecht auf diesen Platzverweis von van Persie. Die Maria mit dem Linksschuss am Tor vorbei. Ja, sie schwamm ein bisschen bei Newcastle hinten drin und obwohl sie danach in der Offensive aktiv waren, kam es nichts zu nichts Zwingendem und Newcastle auf der anderen Seite, ja, wurde gefordert in der Defensive. Sanabria mittlerweile eingewechselt, dann Laporte mit dem Fehler, Herrera der schlechteste Schuss, der irgendwie möglich gewesen wäre in der Situation und dann kam eine Szene nochmal, Ben Yedder auf Campbell, der lange Ball auf den eingewechselten Draxler, der Engländer und der Deutsche, beide eingewechselt gegen Raphael ohne Probleme und das 3:0 in der 89. Minute, die endgültige Entscheidung durch Julian Draxler. Erstes Premier League-Tor für den jungen Deutschen. Da sieht Rojo überhaupt nicht gut aus. Der war da gar nicht mehr vorhanden. Ja, Raphael hat dann auch gar keine Chance mehr gegen Draxler, der das klasse macht mit der Ballannahme. Der gute Pass von Campbell und es steht 3:0. Lindegaard chancenlos und es war noch nicht vorbei. Denn es gab noch eine Szene. Nochmal Cabella, 90. Minute, ein Freistoß und gegen die Latte, weil Lindegaard noch dran ist. Gefährliche Szene nochmal zum Abschluss. Aber das war es dann von dieser Partie. Es war die letzte Szene. Raphael versucht vergebens zu klären und es bleibt beim 3:0. Newcastle deklassiert. Manchester United bleibt auf Platz 1 und so wird das nichts mit der Tabelle. Führung für die Spurs und schon gar nichts mit dem internationalen Geschäft für Manchester United. Ein sehr, 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 sehr souveräner Sieg gegen Manchester United. Das war eine richtig, richtig gute Leistung. Ich bin extrem beeindruckt davon, weil wir wirklich fast gar nichts, wir haben eigentlich gar nichts zugelassen. Dazu die rote Karte von Persie. Also das war wirklich eine richtig gute Partie. Jammert ist froh, dass er mal wieder gespielt hat. Und Draxler hat sogar das erste Mal getroffen. Das heißt, Draxler ist auch endlich mal ein bisschen besser jetzt in Form gekommen. Das ist extrem nice. Das freut mich wirklich sehr, weil der hat bisher noch nicht so krass gespielt. Und jetzt scheint es so, als ob er ein bisschen besser werden würde. Und das ist einfach schön. Und wir sind weiter an der Tabellenspitze. Ich glaube, wir haben jetzt immer noch... Nee, wir haben jetzt unseren Vorsprung auf 6 Punkte wieder ausgebaut, weil die Spurs verloren haben. Das Ideal habe ich mich gerade nicht verguckt. Ah, das ist schön. Das ist wirklich richtig gut. Und im nächsten Spiel geht es gegen Swansea City. Young geht mal raus, dafür kommt Ben Yedder in den Sturm. Ich würde sagen, ansonsten lassen wir die Elf so, weil die wirklich gut gespielt hat. Können wir noch irgendwo was wechseln? Vielleicht mal Geist nehmen wir raus und dafür stellen wir Sippel rein. Aber ansonsten muss man eigentlich nichts ändern, weil die wirklich gut gespielt haben. Und dann würde ich sagen, gehen wir ins nächste Spielchen rein. Ich freue mich drauf und hoffe auch da wieder auf den Sieg. Ich hoffe, dass ihr viel Spaß habt und dann sehen wir uns nach dem Spiel wieder. Bis gleich. Nach dem grandiosen Auftritt im Theater of Dreams sollte es auch heute im St. James' Park wieder eine klasse Partie werden von Newcastle United gegen die Schwäne aus Swansea. Die Männer aus Wales waren natürlich angereist, um hier was mitzunehmen, aber gegen momentan sehr gut aufgelegte Magpies, die wieder in die Spur gekommen waren nach der kleinen Krise, der kleinen Ergebnis- und Torkrise auch von Zlatan Ibrahimovic, ja, sah das nicht gut aus für den Tabellen 13. Denn es schien, als wäre Newcastle momentan das Maß aller Dinge wieder geworden. In der Premier League regnerisch war es allemal im Nordosten Englands, deswegen nicht die besten Bedingungen, um Fußball zu spielen, aber das machte natürlich den Männern von Trainer MGT genauso wenig wie den Männern aus Wales. Die beiden Mannschaften sehr gut aufgestellt. Man muss dazu sagen, dass es überraschend war, dass Newcastle hier mit AF antrat, denn nächste Woche im Viertelfinale des FA Cups vertreten gegen Southampton. Normalerweise sollte man sich darauf fokussieren, aber es stand die AF auf dem Platz mit Begovic, Jan-Mat, Laporte, Sané, Kurzawa, Stindl und Sippel auf der Doppel-6, Cabella und Thauvin vorne zusammen mit Ben Yedder und Ibrahimovic. In der Offensive gab es nur einen Wechsel, Ben Yedder für Niang in der Startelf und auf der 6 gab es einen Wechsel. Da stand nämlich Sippel anstelle von Johan Hannes Geis in der Startelf, also ein Deutscher für, ja, ein Deutscher und ein Franzose für einen Franzosen. Bei Swansea, Ruddy, Mundy, Fernandes, Bartley, Taylor, Britton, Kisung Jung, Dyer, Montero, Shelby und Micho in der Sturmspitze. Sigurdsson zunächst nur auf der Bank, genauso wie Marvin Emnes, der zuletzt in der Startelf stand und gut gespielt hatte, aber Micho erhielt heute vor dem Niederländer den Vorzug. Der Spanier sollte für Torgefahr sorgen, vor dem Kasten von Begovic. Auf der anderen Seite natürlich Ibrahimovic, zurück in Form, zurück mit Torgefahr und direkt die erste Szene hatte er es in sich, denn es war ein Foul gegen Ibrahimovic nach gerade mal einer Minute. Ja, ganz, ganz bitter hier von Key, der kriegt auch direkt mal die gelbe Karte dafür verpasst. Vollkommen unnötig dieses Foul. Natürlich sollte man Ibrahimovic nicht so laufen lassen, aber so in die Beine gehen geht natürlich nicht. Dementsprechend gibt es direkt mal die großartige Chance für den Schweden hier aus diesem Freistoß was zu machen. Mal sehen, naja, was da so draus werden wird. Nach 3 Minuten wäre eine Führung natürlich sehr, sehr schön für die Magpies im eigenen Stadion. Mit den Fans im Rücken, mit den Toons, die natürlich hier versuchten, so gut wie möglich ihr Team nach vorne zu pushen, die Toon Army. Ibrahimovic macht es selber, überlegt lange und macht es dann
Doch, direkt und zwar stark gegen den Pfosten. 3 Minuten, Ruddy das erste Mal im Glück. Das hätte das 1-0 sein können. Und das war so eine kleine Andeutung, wie das ganze Spiel hier laufen sollte. 20. Minute, Cabella über außen macht das gut. Und ja, nur Newcastle spielte nach vorne. Keiner greift hier Cabella an und das darf man nicht machen. Das darf man nicht machen, das darf man nicht machen. 1-0, 23. Minute, Remy Cabella. Wenn man den so freilaufen lässt, dann macht doch der Kapitän endlich mal wieder ein Tor. Und das wurde Zeit. Michu, ja, denkt da, was macht meine Verteidigung? Und das vollkommen zurecht, denn das war alles andere als gut gemacht. Ja, Taylor kommt nicht hinterher und keiner geht auf den französischen Kapitän, der McPies, und der hat kein Problem, mal ins Tor zu schießen. Klasse Aktion. Auf der anderen Seite Shelby nach 34 Minuten mal mit dem ersten Torschuss, beziehungsweise mit der ersten Chance hier, ebenfalls bei einem Freistoß, aber der kommt nicht wirklich gefährlich, direkt in die Arme von Begovic, und dann ging es wieder in die andere Richtung, und zwar mit Ben Yedder. Der macht das da klasse, verliert den Ball, und dann kommt Ibrahimovic, spielt ihn nochmal zu Ben Yedder, und der hat eine gute Idee, dribbelt sich da durch mit dem schwachen linken Fuß. Der Abschluss 2-0. 39 Spielminute, die 2-Tore-Führung für die McPies, und das war vollkommen verdient, denn sie spielten hier gut nach vorne, sie waren die bessere Mannschaft in der Offensive, standen defensiv gut und können sich hier belohnen. Die Toon Army auch vollkommen aus dem Häuschen, denn auch Ben Yedder zeigt mal wieder, was er drauf hat, trifft mal wieder, kommt gut in Form, schöner Abschluss, keine Chance für Ruddy. Damit ging es in die Halbzeit, 2-0, vollkommen verdient, wie gesagt, für die Männer aus dem Nordosten Englands, die eher aus dem Südwesten Großbritannien stammten, hatten bisher absolut nichts gezeigt, deswegen in der zweiten Halbzeit musste mehr nach vorne gehen, und das sollte mit Wechseln passieren. Unter anderem kam Sigurdsson, und wir schauen mal auf die erste Szene im zweiten Durchgang. Das ist ein Wechsel bei Newcastle. Draxler kommt für Thauvin, der war aktiv. Draxler im letzten Spiel das erste Tor geschossen für ihn in der Premier League. Er sollte für mehr Aktionen vorne sorgen. Und dann kam Ben Yedder und der geht nach vorne. Und dann kommt der Pass auf Ibrahimovic und da ist Fernandes. Und das kann schon mal Elfmeter geben, gibt es hier nicht. Und dann kommt nochmal Draxler hinterher. Abgefälscht dann nochmal von Mandy. Das war auf jeden Fall eine ganz, ganz komische Situation. Keiner protestierte und auf der Gegenseite kam es zu Riesenchance für Swansea. Der Ball auf Michu von Sigurdsson und was für eine Parade von Begovic. Der macht da gut, dass es keinen Elfmeter gab, denn hier verhindert er den Anschlusstreffer. Und auf der anderen Seite kam dann Draxler. Klasse gemacht, der hat hier richtig in Laune, in Spiellaune, wollte Tore schießen, versucht sie, aber Ruddy ist da, hält diesen Ball. Es war nicht die letzte Szene, denn jetzt waren Newcastle wieder vorne. Kopfballduell gewonnen von natürlich Draxler, der gut in die Partie fand. Dann Ben Yedder und Cabella mit einem gegrätschten Schuss. Der wird gefährlich fürs Tor von Ruddy. Geht vorbei. Aber trotzdem merkte man den McPies an, wie viel Lust sie hatten, Tore zu schießen. Das war die letzte Szene von Cabella. Dann kam Campbell in die Partie. Letzte Partie hat er eine wunderbare Vorlage gegeben für Julian Draxler. Jetzt sollte er natürlich wieder gerade für Konter in die Partie kommen, denn der schnelle Engländer war gerade dafür gut. Aber es kam anders, denn ja, Swansea stellte sich hinten rein und wurde auseinandergespielt. Ben Yedder mit dem Ball auf Ibrahimovic. Dragback Pass auf Stindl, Direktabnahme, was für eine Bude. 79. Minute, der Ex-Hannoveraner mit seinem nächsten Tor für die McPies. Langsam kommt er rein in die Premier League, langsam findet er sich zurecht im englischen Fußball, macht hier sein nächstes Tor, der deutsche Sechser, und was für ein richtiger Strich nach der klasse Vorarbeit von Zlatan Ibrahimovic. Der kann also auch vorarbeiten und nicht nur Tore schießen, findet wieder zu alter Stärke zurück, und Stindl findet zu neuer Stärke in der Premier League. Keine Chance für Ruddy, das war natürlich die endgültige Entscheidung, aber Newcastle schwamm hinten noch einmal plötzlich im Regen. Von Newcastle Montero kriegt den Ball von Sigurdsson. Es war nochmal der Anschlusstreffer, der Ehrentreffer eher in der 90. Spielminute durch Montero. Schöner Abschluss vom Ecuadorianer. Begovic in dieser Szene chancenlos, aber es sollte nichts mehr am Spielverlauf ändern. Vollkommen verdienter Sieg im Endeffekt für die McPies gegen Swansea. Die Waliser über die gesamte Spielzeit einfach zu ungefährlich. Einmal gefährlich vom Tor, als Begovic entschärft, und in der 90. Minute war es dann viel zu spät für einen Anschluss bzw. Ehrentreffer. Verdienter Sieg, also wie gesagt, für den Tabellenführer. Die bauen ihre Führung weiter auch, denn die Spurs verloren heute am heutigen Spieltag. Das heißt wieder 6 Punkte Vorsprung, Meisterschaftskurs für die McPies, und die Toon Army ist damit vollkommen zufrieden, und auch Trainer MGT scheint seinen Job komplett sicher zu haben bei Newcastle United. Es gibt's ja gar nicht. Was ist denn momentan los hier mit Newcastle United? Wieder eine sehr souveräne Vorstellung, hätten noch einige Tore mehr fallen können, aber es blieb beim 3-1. Auf jeden Fall richtig nice. Jetzt geht's im Pokal gegen Southampton, und wenn wir so weiterspielen, dann wird das auch der nächste Sieg im Pokal werden, und dementsprechend der Einzug in die nächste Runde sollte gesichert sein. Was ich noch sagen muss ist, dass es in Zukunft jetzt, also wie gesagt, nach der Saison ist finito mit Newcastle United im Jahr 2017. Wir werden dann auch bis zum Ende der Transferphase alles simulieren und eventuell irgendwann nochmal so weiter simulieren. Allerdings ist dann erstmal von dem Spielerischen her Ende und es geht mit einem neuen Karrieremodus weiter. Und wie gesagt, der wird halt sich darauf spezialisiert haben, dass ich mit einem bestimmten Team spiele. Ich habe da mehrere Optionen. Ich werde mehrere Let's Tries machen, je nachdem, ob das erste, also das erste ist die präferierte Wahl von mir. Wenn euch das nicht gefällt, mache ich das zweite Let's Try. Wenn euch das nicht gefällt, das dritte. Und danach bin ich eigentlich gefickt, weil dann muss ich wahrscheinlich mit Newcastle weitermachen, weil danach habe ich keine Let's Tries mehr, aber das kriegen wir auf jeden Fall schon irgendwie hin. Und
Gut, wir spielen jetzt im letzten Spiel erstmal gegen Southampton. Draxler kommt in die Startelf rein, hat mir nicht gut gefallen. Sippel geht raus, Geis kommt rein. Castelletto kann eigentlich auch mal reinkommen für Sané. Laporte geht raus, dafür kommt Nastasic rein. Ich weiß, ich spiele mit B11 im Pokal, soll man nicht machen, machen wir aber trotzdem. Einfach aus Prinzip. Linksverteidiger, wen haben wir da? Romagnoli, Rechtsverteidiger Chambers, Form runter, mir egal. Und Stindl auf A6 wird noch ersetzt von, ja, wem eigentlich? Ist eine gute Frage. Soll Anita wieder spielen? Ja, Anita spielt wieder. Gut, alles klar. Das ist dann unsere Startelf. Ich würde sagen, das sieht in Ordnung aus. Wird wahrscheinlich eine richtige Klatsche geben, aber das nehmen wir einfach mal in Kauf. Wollen wir mal Chambers in der Mitte stellen, weil der ist, glaube ich... Oh, nee, passt schon. Machen wir. Gut, dann würde ich sagen, bis gleich und viel Spaß. Nachdem in der Liga gegen Swansea die A11 gespielt hatte bei Newcastle United, sollte angeblich im FA Cup die B11 ran. Es wurde spekuliert in den Medien und es fand tatsächlich genau dieses Ereignis statt. Gegen Southampton trat Trainer MGT mit einer 11 an, bei der man sich dachte, warum spielt die im Viertelfinale des FA Cups gegen Southampton und das auch noch zu Hause. Natürlich die Toon Army große Unterstützer, die können jeden Spieler nach vorne pushen, aber diese 11 hatten die wenigsten erwartet und es war quasi eine komplette B11 bei Newcastle United. Gucken uns das gleich mal an. Southampton war mit A11 angereist. Das heißt, normalerweise sollte es kein Problem sein, für die Saints hier was mitzunehmen beziehungsweise den Einzug in die nächste Runde ins Halbfinale des FA Cups zu sichern bei sonnigem Wetter, nachdem es gegen Swansea noch geregnet hatte wie aus Eimern. Heute sehr, sehr gute Bedingungen auf dem Platz im Nordosten Englands. Begovic, Chambers, Nastasic, Castelletto und Romagnoli. Eine komplette B-Verteidigung. Davor Geis und Anita. Auch der kam mal wieder zu einem Einsatz. Draxler und De Jong, okay. Stammspieler Nyan Campbell, okay. Aber es ist normalerweise nicht die A11, die hier auf dem Platz steht. Normalerweise Thauvin und Cabella in letzter Zeit gesetzt. Vorne in der Spitze Ben Yedda und Ibrahimovic. Also das war überraschend. Auf der anderen Seite bei Southampton Jakubovic. Klein in der Verteidigung mit Alvanta. Valenza, dann noch Yoshida. Dann haben wir Target, Schneiderlin, Wanyama, TOT, Davis, Rodriguez und Shane Long. Also die A11 bei Southampton auf dem Platz. TOT unter anderem der Ex-Magpie heute in der Startelf. Ben Yedda, wie gesagt, nur auf der Bank. Er erwartete eine gute Leistung seiner B11. Und wir schauen uns direkt mal an, was seine B11 zu leisten, imstande zu leisten war. Genau so ist es richtig. Naja, Romagnoli war ein Part dieser B11 und die spielte in der ersten Halbzeit komplett alleine nach vorne. Die Saints absolut nicht aktiv. Erste Szene nach knapp 19 Minuten. Young setzt sich durch, der Schuss am Tor vorbei. Aber es war ein erstes Ausrufezeichen, was der Franzose hier setzte. In der nächsten Szene wieder ein Young auf dem Vormarsch. Der machte eine gute Partie in der Anfangsphase. Setzt sich klasse durch gegen Alvarez Balanta. Dann der Ball in die Mitte auf Campbell. Der dreht sich um die eigene Achse. Der Schuss und der Pfosten. Das war nicht so weit vorbei am Tor von Jakubovic. Es blieb beim 0:0. Aber Newcastle war vorne aktiver. War vorne besser und Southampton schwamm. Anscheinend die Euphorie, die sie gepackt hatte bei den Magpies. Schöner Schuss von De Jong. Wieder Jakubovic ist da. Auf der anderen Seite war Southampton komplett verunsichert. Das war nur eine B11, aber selbst die spielte sich hier in einen offensiven Rausch und das machten die richtig gut. Klasse Ball von Campbell auf Niang, der allein auf dem Weg zum Tor. Den macht er normalerweise rein. Hier verzieht er. Es bleibt beim 0:0. Sowas kann teuer werden, aber bisher absolut nur die Magpies in der Offensive. Und in der zweiten Halbzeit gab es dann die erste Chance für die Saints über TOT. Wie gesagt, der Ex-Magpie, der versucht es hier und das war die gefährlichste Szene der Saints bis zu diesem Zeitpunkt. Sehr, sehr bitter. Dann wurde Ibrahimovic eingewechselt. Neue Torgefahr. Allerdings erstmal über Niang. Der geht in den 16er rein. Muss den Ball querlegen. Macht das auch Ibrahimovic. Eieiei. Geht's da wieder in alte Phasen zurück, wo er den Ball nicht ins Tor bringen kann. Klasse Parade von Jakubovic. Auf der anderen Seite Cork versucht mal wieder nach vorne. Der Ball in die Mitte gespielt auf Tadic. 74. Minute zurück auf Yoshida. Und der verliert den Ball gegen Geis. Und jetzt gibt's eine Überzahlsituation für Newcastle. 3-1. Der Ball auf Niang gespielt. Alvarez Balanta. Der muss da hinterherlaufen. Macht das gut. Kommt nicht richtig ran. Der Ball auf Ibrahimovic. Ibrahimovic frei vor Jakubovic. 1:0. 76. Minute. Der Schwede macht seinen Fehler von gerade wieder gut und macht es diesmal klasse und abgezockt zum 1:0. Die Toon Army vollkommen aus dem Häuschen und das zu Recht, denn Newcastle mit der verdienten Führung hier in dieser Partie und somit wäre es ja der Halbfinaleinzug für die B11 von Newcastle. 89. Minute. Nochmal eine Chance für die Saints. Nochmal über Davis. Ein Freistoß. Haben kopfballstarke Spieler wie Pelle, aber da kommt Cork. Den kann man machen. Den muss man machen, wenn man im Pokal drin bleiben will. So fliegt Newcastle United nicht raus, sondern Southampton. Es bleibt beim 1:0. Die Magpies gewinnen mit der B11. Überraschend gegen Southampton. Die Quoten haben gelogen. Newcastle zieht ins FA Cup Halbfinale ein und die Saints müssen sich fragen, wie kann man mit einer A11 gegen eine B11 so untergehen? MGT hat alles richtig gemacht. Der Trainer ist einfach ein Ass.
Yo, da sind wir wieder und wir haben gewonnen gegen Southampton mit 2 zu 1. Was? Nein, nicht mit 2 zu 1, das war gegen Liverpool, wie die gewonnen haben. Wir haben 1 zu 0 gewonnen, natürlich, wie überraschend, durch Zlatan Ibrahimovic, der immer besser wieder in Form kommt, was ich richtig nice finde. Wir sind also im Halbfinale des FA Cups und da stehen wir jetzt gegen West Ham oder gegen QPR, im Finale gegen Swansea oder Hull City, soweit ich das gerade gesehen habe. Nee, Swansea, Manchester, irgendwie sowas auf jeden Fall. Und jetzt geht es ins Achtelfinale der Europa, in der Champions League. Ich habe letztes Mal schon Europa League gesagt, das ist die Champions League. Und zwar wieder mal gegen Bordeaux das Rückspiel. Hinspiel 0 zu 0, aber in der Form, in der wir gerade sind, sollten wir das packen. Wir simulieren schon mal vor bis zu diesem Spieltag, beziehungsweise, ja, okay, bis zu diesem Spieltag. Und das machen wir dann in der nächsten Episode. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Wenn ja, wenn euch diese Episode auch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns dann, wie gesagt, beim nächsten Mal wieder. In der Episode gibt es dann ganz, ganz viel cooles Zeug. Und ja, das war's dann von dieser Episode. Bis zum nächsten Mal. Wunderschönen Tag noch. Haut rein. Oh, aju. Und ciao.